Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Vlog. Heute war eigentlich ein ganz normaler, entspannter Tag angesagt für mich. Also ein bisschen arbeiten und nichts Besonderes. Dann als Termin habe ich auch noch, die Luisa sitzt im Auto, nicht wundern, die ist gerade ein bisschen quengelig, weil ich habe sie schnell eingepackt, weil wir haben eine Katze gefunden, die glaube ich von, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, sie wurde von einem Auto angefahren, deswegen habe ich sie schnell eingefangen. Ich kann euch die Insta-Story einblenden, wo ich sie gefunden habe. Und ich fahre sie jetzt schnell zum Tierarzt. Ach, kurz eure Hilfe. Diese Katze scheint irgendwie verletzt zu sein. Bisschen, bisschen, bleib stehen. Was ist los? Nein, 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 nein. Ich hoffe, sie ist nicht angefahren worden oder so. Ist schon gut, ist schon gut. Soll ich die Tierrettung rufen? Kann irgendwer was sagen? Eine Nummer oder so? Schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Oh Mann, alles gut, alles gut. Habe jetzt die Tierrettung angerufen, die haben gemeint, ja, ich soll sie einfangen und sie zum Tierarzt bringen. Habe ich jetzt dafür Zeit? Leider nein. Deswegen weiß ich jetzt echt nicht, was ich machen soll. Bin richtig überfordert. Aber sie geht hier nicht weg, schaut mal. Die bleibt hier in meiner Nähe die ganze Zeit. Also die vertraut mir, dass ich ihr helfe. Und deswegen muss ich ihr helfen. Deswegen werde ich jetzt den Katzenkorb holen. Den, was wir von Beef haben. Und sie versuchen einzufangen. Und sie dann zum Tierheim bringen. Zum Tierarzt. Ach, ja. Okay. Baby, schaut mal. Ihre Zunge hängt raus. Und sie ist so verwirrt. Ja, ich hole mal meinen Katzenkorb. Gut, wenn mein Mann sagt, schau im Schuppen nach, da ist der Katzenkorb. Gut, wie komme ich da jetzt ran? Cool, gell? Oh Mann, jetzt kann ich die ganzen Sachen rausräumen, ne? Richtig cool. Super, Papa, danke. So, meine Lieben, schaut mal, ich habe es geschafft. Ich bin richtig tränen. Sophie flippt auch dezent aus am Balkon. Aber ich habe sie und ich werde sie zum Tierarzt bringen. Na, Bubele, das schaffen wir schon. Wir können es probieren, gell? Das ist immer ein... Ach, ja, das ist immer ein Versuch, halt, ja, dass wir Infusionen geben, Vitamin B fürs Neurologische. Ja. Aber angefahren ist sie nicht, oder? Sie ist jetzt nicht verletzt oder so. Aber das Bein ist so komisch. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Naja, die kann ich gar nicht bewegen. Gespeichelt dürfte es haben, als wir. Nein. Und sie ist, das ist einfach, ja, die kann nicht, die kippt um. Ne? Ja, genau. Also die kann, oh, sehen Sie, die hat chronische Zuckungen, ja, das ist einfach neurologisch angefahren. Oh, da sind keine Verletzungen mehr los. Das ist, schau mal, wir haben die immer wieder Gift. Okay. Da ist das. Ja, lass mal die da, wir probieren es vor. Dann tschüss, Katze. Vielleicht hole ich dich dann wieder ab. Genau. Ich bespreche das einfach. Wenn es ihr gut geht, kann ich sie auch holen und bezahle die Rechnung, ist ja wurscht. Also schauen wir mal, was sie mir sagen, okay? Gut. Und dann lasse ich sie halt wieder dort frei, wo ich sie gefunden habe, vor meiner Haustür. Oder ich behalte sie einfach. Ja, vielleicht geht sie dann wieder heim, ja. Ja, schauen wir mal, wie wir tun. Aber wir bleiben in Kontakt, ja? Ja. Ich melde mich am Nachmittag, falls sie sich nicht rühren bis dahin. Aber super. Was sagen Sie, Prognose? Man kann nichts versprechen, aber ich glaube schon, dass die wieder wird. Ich habe das Gefühl, die wird jetzt schon ein bisschen vom Cortison. Okay. Sie ist nicht, schaut mir nicht so schlecht aus. Ja, ja, und ich habe auch so, wie ich sie eingefangen habe, habe ich gemerkt, dass sie versteht, dass es ihr schlecht geht und dass ich ihr helfe. Genau, deswegen ist sie auch mir nicht weggegangen. Ja. Dann habe ich den Korb geholt in der Zwischenzeit. Sie war immer noch dort und ist auch wieder zu mir hergekommen. Sie ist nicht ganz weg. Ja, also ja, sie ist nicht ganz, schauen wir mal. Okay, na gut, dann fahre ich mal nach Hause. So, meine Lieben. Ja? Wir haben die Katze jetzt beim Tierarzt gelassen und wir holen sie dann später ab. Ich hoffe, dass wir sie abholen können, dass es dir gut geht und dass es sich gut erholt. Also ich habe jetzt auch mal mit dem Papa telefoniert und wir werden uns auf jeden Fall erkundigen, ob sie jemanden gehört. Und wenn sie niemanden gehört, dann werden wir sie wieder holen und nicht dort lassen. Morgen, mit Bankomat bitte. Ja, zwei bitte. Danke.
Schwierig, ja. Kleine Momente. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt ein Konzept. Ich bin jetzt gerade zu McDonald's gefahren. Wir haben gar nichts gefrühstückt. Also wir sind einfach Katze gefunden. Die Katze habe ich ja beim morgendlichen Gassi mit der Sophie gefunden. Die Sophie hat mich eigentlich eher mehr oder weniger auf sie aufmerksam gemacht, weil die Sophie hingezogen hat zu ihr und ganz vorsichtig an ihr gerochen hat. Da habe ich schon, also so von der Ferne so. Und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt kurz bei McDonald's. Wir haben jetzt was schnell geholt, ein Cappuccino, und für die Luise habe ich einen McToast. Für mich auch. Schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Papa. Tschüss, Papa. Ich habe jetzt zwei so Toasts geholt. Einmal Deluxe ohne Schinken. Also für mich ist es ein vegetarischer. Kennt ihr diese Toaste? Da sind immer so Schinken und Käse drin. Aber ich habe meinen halt ohne Schinken genommen. Und für die Luise habe ich einen Schinken-Käse, aber der ist noch heiß. So. Mein Kaffee, habe ich gar nicht in meinen Kaffee umgedreht. Oh, heiß. Mist. Ja, auf jeden Fall, wegen der Katze, weil ich fahre mit. Ich bin ein bisschen kurz weg. Wegen dem Katzi. Die Tierärztin war sehr zuversichtlich, dass sie sich erholen wird. Sie meint, dass sie vergiftet worden ist oder dass sie irgendwo Gift gegessen hat oder was auch immer. Mami. Ja? Wie? Wo hast du wie? Wie? Ach so? Beim Zahn? Okay, muss ich gleich. Muss ich zu Hause schauen, ja? Da hast du weh. Da hast du ein Weh? Ja. Bei der Lippe? Aua. Oh, ein Aua hast du da? Mein Baby. Ja, auf jeden Fall wegen der Katze, dass wir dann schauen. Also am Nachmittag rufe ich dann nochmal an. Ich habe einen Zahnarzttermin und Nachmittag rufe ich dann an, frage mal, wie es ihr geht, ob sie sich erholt hat. Weil sie bekommt jetzt eine Infusion. Also sie hat jetzt schon eine Cortisonspritze bekommen. Und bekommt jetzt noch eine Infusion. Und ja, mal schauen. Also ich hole sie dann auf jeden Fall wieder ab. Wenn sie irgendwem gehört, dann soll der Besitzer sie selber abholen. Wenn sie niemandem gehört, dann werden wir sie holen. Also wir behalten sie. Papa sagt so, ja, wir behalten sie. Es geht darum, ich kann deine Katze nicht festhalten, die nicht bei mir bleiben will. Ich kann sie zwar behalten und ich kann ihr was zum Essen geben. Mal schauen, wie Sophie darauf reagiert und so. Aber wenn sie zum Beispiel dann rausgeht und nicht mehr kommt, dann kann ich es nicht ändern. Ne? Also jeder, der schon mal eine Landkatze gesehen hat, weiß, dass die eigentlich eher so sehr, sehr scheu sind. Ich war total verwundert und das hat mir eigentlich eher ein Zeichen, war für mich ein Zeichen, dass die Katze einfach Hilfe braucht. Die war so zutraulich, die ist nicht von mir weggegangen, die ist sogar zu mir näher gekommen. Und dann, als ich mit dem Korb gekommen bin, ist sie sogar in den Korb selbst hinein. Also ich habe sie nur so ein bisschen angestupst. Ich hatte Angst, sie hochzuheben. Ich hatte Angst, dass ich sie irgendwie mehr verletze, weil ich wusste nicht, ob sie angefahren worden ist. Augenscheinlich hat sie jetzt nicht irgendwie blutig oder so ausgesehen. Aber trotzdem hatte ich Angst einfach, ihr wisst schon. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause. Heiß, aber gut. So, meine Lieben, wir sind schon wieder zu Hause. Da kann ich mich nicht aufstellen. Auf jeden Fall, ja, ich versuche jetzt ein bisschen was zu arbeiten. Die Luisa darf währenddessen ein bisschen am iPad was spielen. Sie spielt ja nämlich so ein ursüßes Spiel. Wie heißt das? Sago Mini Welt. Das kostet was. Das ist so ein Abo für 50 Euro im Jahr. Aber das hat so richtig coole, schöne Spielchen drauf. Und es ist überhaupt keine Kooperation oder so. Also, nur so. Ja, die Luisa spielt da halt ein bisschen auf ihrem iPad. Die ist da sehr gewifft da drin, gell, Luisa? Macht dir das Spaß? Was machst du da? Das ist ja Spiel. Zeig mal, wie geht das? Aha. Ah, so geht das. Die Sophie ist auch bei uns. Die Luisa hat ihre Socken ausgezogen, nicht, dass ihr euch wundert. Die Luisa, kaum ist sie zu Hause, kaum hat sie einen Fuß hier ins Haus gemacht, werden die Socken einfach sofort ausgezogen. Die hält das und die mag keine Socken, gell? Die mag keine Socken? Mag die keine Socken? Und jo. Wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen was arbeiten und ja.
Also ich habe eh nicht mehr so viel Zeit, danach muss ich eh schon wieder die Mädels holen. Gell, Sophie? So, meine Lieben, wir sind schon ein bisschen länger zu Hause. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen ausgeruht, weil ich war ja beim Zahnarzt. Ich habe heute meine Krone bekommen. Ich habe heute eine Krone bekommen, hier auf der linken Seite. Und hier kriege ich noch eine Brücke. Und da musste noch was gemacht werden, so ein bisschen geschliffen. Und das war mit Spritze. Ich habe eine Spritze bekommen. Vielleicht sieht man das noch, dass diese Gesichtshälfte ein bisschen so runterhängt. Auf jeden Fall tut das richtig weh. Hier, also dort, wo ich die Spritze reinbekommen habe. Und tut es ein bisschen weh. Auf jeden Fall, ja, der Papa ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Vielleicht habt ihr das jetzt auch gehört. Und wir werden jetzt gleich beim Tierarzt anrufen. Und zu fragen, wie es denn jetzt mit der Katze ausschaut. Grüß dich. Ah, super. Na gut. Was? Dann danke fürs Bisschen. Alles klar, vielen Dank für die Info. Wiederhören. Also, es schaut gut aus. Also, die Katze fühlt sich auf jeden Fall schon viel besser. Sie hat keine Anfälle mehr, weil sie hatte ja diese komischen Anfälle, wo sie halt hingefallen ist. Sie vermuten halt, dass es aufgrund einer Vergiftung diese Anfälle quasi gegeben sind. Und sie möchten sie aber auf jeden Fall für die Nacht noch da behalten, damit sie ihr weiterhin diese Infusionen geben können, weil sie ist noch nicht gerade topfit. Und ich soll einfach morgen nochmal anrufen. Sie hat auch gemeint, falls es vielleicht eine andere Ursache haben sollte, vielleicht irgendwas, so, dass die Katze zum Beispiel krank ist und deswegen diese Anfälle hat, dann würde es quasi wieder eintreten. Ja, das muss man halt jetzt schauen. Der Papa diskutiert jetzt mit mir. Er will jetzt die Katze holen. Kann man die Katze holen? Ich habe ja schon gefragt, die wollen. Der Papa so, holen wir jetzt die Katze? Holen wir jetzt die Katze? Und jetzt, oh, jetzt muss ich mich umziehen. Ich habe ja schon auf das den ganzen Tag gefragt. Oh! Ich habe die Katze. Sie muss noch da bleiben. Sophie. Was glaubst du, sagt die Sophie zur neuen Katze? Hallo, herzlich willkommen. Aber vielleicht meldet sich ja noch ein Nachbar. Hoffentlich nicht. Dann machen wir den. Hoffentlich nicht. Dann machen wir die Regung so hoch vom Arzt, dass er sagt, behalte die Katze. Genau. Sollen wir ein Auto abschleppen, wenn das Auto nicht so viel Wert hat und zu lange dort bleibt, sonst will ich die Kiste nicht mehr haben. Ah, alles klar. Gut, Ende. Mach deine Katze an, hast du? Hm? Also, boah, ich schaue fertig aus. Mir geht's nicht so gut. Ich habe Kopfschmerzen. Wie wichtig ist das Bett noch? Muss ich noch was vorbereiten für morgen? Ja, Pakete müssen wir noch fertig machen. Machen. So, meine Lieben, es ist jetzt zweiter Tag. Wir haben die Katze geholt. Oje, oje, oje. Nicht reingreifen, Kinder, gell? Nein. Die Lisa, hey, Pief. Lisa, nicht reingreifen. Das, diese Katze ist ein bisschen wild. Schau. Sie hat Angst. Sie hat Angst. Schau, Mama. Ja. Eine schöne Katze, gell? Kennst du auch? Nein. Also, kurzes Update. Die Katze, der geht es wirklich gut. Sonst hätten wir sie nicht holen können. Die Kosten, ja, die Kosten für die Tierarztrechnung hat der Tierschutzverein übernommen. Die haben sich da irgendwie selbst eingeschalten, weil sie halt so ein Wildläufer ist, also ein freies Tier quasi. Das haben die Ärztinnen bestätigt, weil sie gemeint haben, als sie das Tor aufgemacht haben, um sie irgendwie zu versorgen, ist sie ihnen entgegengesprungen und fast davongelaufen. Deswegen haben die auch gemeint, wir sollen sie holen und am nächsten Tag freilassen. Wir können sie nicht behalten. Sollen wir auch ihr was zum Essen geben? Ja, aber morgen erst. Sie wurde jetzt kastriert. Das hat der Tierarzt übernommen. Also auf Kosten des Tierarztes wurde sie jetzt kastriert. Und ja, nichts zum Essen geben, hat sie gesagt. Erst morgen. Sie nicht angreifen. Das heißt, sie muss jetzt, sie hat gesagt, im Körbchen lassen. Nichts zum Essen, nichts zum Trinken geben. Und danach, morgen, werden wir sie freilassen. Können wir sie noch füttern, probieren, ob sie essen. Was ist, wenn wir sie hier im Vorraum lassen, Bebe? In mein Zimmer. In dein Zimmer? Sie hat das ganze Ding da voll uriniert. Bebe, na. Ich kann sie nicht im Vorzimmer lassen, weil diese Kinder lassen die Tür offen. Na, hier in dem Vorraum. Ja, oder der Pief geht durch diese Tür rein. Also meinst du, der Pief ihr wehtut? Wie sie reagiert, wie verrückt. Okay, na gut, na, wir tun sie jetzt da in diesen Raum hinein.
Vielleicht verletzt sie sich dann mit einem Pief dann. Meinst du, Pief würde da jetzt reinkratzen oder was? Ja, das glaube ich nicht. Aber wir haben doch diese eine Klappe, damit Pief und Sophie nicht rein können. Ja, aber wo ist die? Ja, wo ist die? Gute Frage. Aber wenn ihr die Tür nicht richtig zumachst und die Sophie kommt rein, kannst du dir mal vorstellen, was da ist? Ja, die Sophie bellt dann, die Katze flippt voll aus. Da lassen wir sie lieber da. Die Katze. Lass dir das Licht an? Ich werde den Fahrrad zugelassen. Michelle. Die Luisa fährt aufs Bus. Hast du einen Schnuller bekommen? Wow. Wow. Wolltest du noch sie anschauen vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Wir können sie nicht behalten. Leider. Also wir schauen morgen einfach, wie sie ist, oder? Er hat sie schon gestern gerochen, als sie krank war. Der Pief wird sicher auszucken. Der ist ja dreimal so groß wie sie. Aber, ja, der Pief ist ja auch ein Männchen. Du pass auf dich auf, ja? Kein Gift oder so lecken. Wer weiß, wer dieses Gift ausgelegt hat? Ein Arschloch. Bestimmt. Eine Freundin von mir hat gesagt, es wäre Rattengift gewesen. Wahrscheinlich. So, ich glaube, wir lassen die Katze mal schlafen, weil die muss sich ja noch von der Kastration erholen. Oh, Baby. Sie hat sich genau auf das, Baba, das Ding gelegt. Ja, auf dieses. Genau wie das Fetzerl ist. Ja, ich warte, Tonne vorbereiten. Alles klar. Na, Lisa. Bischi. Ich hab dich gerettet. Du weißt das? Ich hab dich gerettet. Ja, na gut. Michi, räumst du mal deine Schuhe vielleicht weg? Oh nein. Die Lisa kann Penny. Sie kann auch auf die Longboard-Tour gehen jetzt. Ist das eine neue Longboard? Ja, die machen wir. Ach so, okay. Wow, die Lisa kann ja nicht in die Fliese hinein. Da, wenn der Papa das sieht. Da. Ja, schön. Und mein Sessel macht ja auch noch kaputt. Patrick, ist das wild? Wow. Oh. Wow. Wow. Mama. Nervig. Wow. Wow. Bin ich nervig? So, meine Lieben, es ist schon nächster Morgen. Bist du bereit? Hallo Katze. Hallo Babykatze. Keine Angst. Das Essen haben wir daher gerichtet. Da riecht es wohl nach Pipi. Hast du viel Pipi gemacht? Ich werde das so machen. Ich mache die Tür auf. Machst du die Tür auf? Sperrst du die Tür auf, damit sie weiß, dass sie raus kann? Also sie wird, damit sie weiß, dass sie raus kann. Also damit sie nicht eingesperrt ist. Kinderzimmern sind alle zu. Patrick's zu. Damit sie nicht wie eine hysterische. Ich mache gleich den Katzenkorb auf. Hast du Angst? Kalt. Kalt ist schon. Tja, ich mache dir auf. Ich schaue dich. Ich gehe auch gar nicht hoch. Ich schaue, wie sie wegschaut. Komm schon, Katze. Bissi, bissi, bissi. Schau. Bissi, bissi, bissi. Mmm, lecker. Yum, yum. Bissi. Komm schon. Komm schon. Bissi, 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 bissi. Dass sie auch gar nicht raus sind. Komm mal mit. Komm mit. Muss ich allein. Patrick ist müde, das Grauen. Sie schaut weg, schau Patrick. Sie hat sich einfach, als sie das Tor aufgemacht hat, hat sie einfach sich umgedreht und dann nicht mehr umgedreht. Obwohl sie kann ja nicht aussteigen, weil das Futter viel zu nah dran ist. Mhm. Really genius, Mama. Oh, ja.
Du kannst am Essen vorbeilaufen, wenn du es möchtest. Das ist der Katze wurscht, Patrick. Wenn die draußen lebt, dann... Okay, ich lege die Kamera hin. Und mach die Tür kurz zu. Der Patrick muss auf jeden Fall mal jetzt zur Schule. Dann gibt sie meine Schule oben. Dann gehst du halt von oben raus. Tschüss. Hm? Muss auch das Tor aufmachen von oben. Also, du, pass auf, dass der so piefig reinkommt. Magst du mal das Tor von oben? Nein. Bissi, komm! Bissi. Was ist denn denn los? Keine Angst haben. So, meine Lieben, also, die Katze will nicht raus, deswegen habe ich das Futter reingelegt und wir müssen jetzt mal zur Schule, ich muss die Lara fertig machen, deswegen, das bleibt spannend für dich. Mal gucken, wenn sie isst, ich habe jetzt wieder zugesperrt, kann jetzt hier bleiben im Vorraum, die Tür bleibt so, damit die anderen Tiere nicht zu ihr gehen, aber sie schaut irgendwie, ich weiß nicht, also, sie mag ja nicht raus, also, vielleicht fühlt sie sich doch wohl bei uns, na? Weil die Tierärztin gemeint hat, sie ist ihnen entgegengesprungen, ins Gesicht, dann hat sie gekratzt und gebissen. Und vielleicht ist sie aber zu uns anders, gell? Magst du bei uns bleiben? Gut, Essen ist da, komm schon, wir gehen mal. Und hier wartet jemand so. Ich glaube, er spürt es. Wer ist da drüben? Wer ist da drüben? Die Fremden. Oh, Bibi Beef. Alles gut. Aktuell sind ein paar Stunden schon vergangen, naja, eineinhalb. Und die Situation mit Katzi schaut so aus, ich glaube nicht, dass sie was gegessen hat. Also, würde man, glaube ich, ein bisschen erkennen. Ich glaube, ich mache nochmal die Tür auf. Fährt jetzt beim Auto vorbei. Auf jeden Fall dreht sich wieder weg. Du musst nicht raus, aber du kannst, wenn du möchtest. Ich mach mal. Okay? Mach mal auf. Keine Angst. Ich tue das Essen raus, dann hast du Platz. Ich traue mich auch gar nicht reingreifen. Ich habe Angst, dass es mich kratzt. Ich überlege, ob ich von oben reingreifen soll. Michi! Keine Angst. Du weißt doch, ich hab dich gerettet. Du packst es mich kratzt. Bitte. Ich meine, theoretisch müsste sie ja sehen, dass da der Ausgang ist, oder? Wie sie einfach wegschaut. Katze. Bitte, Katze. Die Situation ist so, Tür ist offen, Katzenfutter hergelegt, ich vlogge auch mit übrigens. Die Tore sind offen und sie ist gar nicht so gemein, die Katze, wie die Ärzte gesagt haben. Also ich kann sie auf jeden Fall anfassen. Ja, ein bisschen Angst hat sie auf jeden Fall. Wir haben es heute um 6 Uhr nochmal probiert. Sie will nicht raus, also ja, sie will einfach nicht raus. Sie will aber auch nicht essen. Ich habe halt, wie gesagt, die Tür aufgemacht, dass sie halt die Möglichkeit hat, rauszulaufen, wenn sie das möchte. Also ich meine, sie sieht ja, dass es da nach draußen geht. Das Auto stand heute in der Früh auch gar nicht vor dieser Tür. Aber sie mag halt noch nicht. Sie mag nicht raus, deswegen ja, darf sie hier noch ein bisschen sich ausruhen. Sie findet es auch gar nicht, also ich glaube, dass sie es nicht schlimm finde, dass ich sie anfasse. Sie atmet halt ein bisschen wilder und macht halt die Augen zu. Baby, alles gut. Darf sich halt hier noch ausruhen. Sie darf halt machen, was sie für gut empfindet. Ich glaube, ich lasse sie auf jeden Fall noch
wie sie da einfach so chillt und so. Naja, okay, Gesichtsausdruck ist noch nicht so happy. Ich glaube, ich werde dieses Urin-Gedöns da wegnehmen, weil das stinkt. Und ihr vielleicht eine Decke runterbringen oder so. Und ich lasse auf jeden Fall jetzt mal offen. Ja. Und werde dann wieder weggehen und wieder schauen. Vielleicht isst sie dann auch. Ich tue das ein bisschen näher wieder. Da ist dein Aschenbaby. Okay. Ja, sie hat sich nicht wirklich viel bewegt von diesem Blick hin. Ich meine, ich weiß nicht, wenn sie wirklich so verschreckt gewesen wäre, dann hätte sie rauslaufen müssen, oder? Also so raus. Oder? Was sagt sie? Baby, alles gut. Na gut, wir lassen sie mal. Ich hole nur dieses eklige Ding daraus. Keine Angst. Nein, keine Angst. Weg. Yummy. Und werde ihr da so ein altes Handtuch reingeben. Wir versuchen einen erneuten Zugriff auf die Katze. Mal gucken, was sie macht. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die ist nicht mehr im Korb. Okay. Wo bist du, Katze? Pitsi, pitsi, pitsi. Gegessen hat sie aber auch nicht. Oh nein. Jetzt frage ich mich, wo sie ist. Okay. Katzi? Hä? Hoffentlich ist sie jetzt nicht mein Patrick im Zimmer, war da aber die Tür nicht gut zu. Katze? Nein. Kann nicht sein, ich hab die Katze verloren. Hä? Hä? Moment. Aha. Scheinbar hier am Fenster. Hey, da bist du. Da bist du. Schatzi. Nein? Ja, muss los. Häng dir. Okay. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Sie geht ganz nach hinten. Nein! Na, was du stehst, ja? Nimm das mit. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Kurz im Ausflippen. Ja, alles gut. Magst du raus? Ja, sie mag scheinbar raus, ne? Erkennt man, dass sie da beim Fenster ist. Na komm! Weiß ich nicht, soll ich ihr das Fenster einfach aufmachen? Soll ich ihr das Fenster einfach aufmachen? Mal probieren mal, ob es... Nein, 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 nein! Ich muss ja das Fenster von dieser Seite aufmachen. Alles gut. Ich kann das Fenster nur von dieser Seite aufmachen. Was machen wir? Magst du wirklich nichts essen? Probier es halt nochmal. Hat sie da, glaubt es, gegessen? Schaut irgendwie so aus, gell? Was hat sie da? Oder? Weiß ich nicht. Magst du essen? Alles klar. Kein Essen. Faucht mich an. War wohl ein eindeutiges Nein. Was soll ich machen? Ich überlege gerade. Ich meine, das Fenster geht ja nur von der Seite auf. Und scheinbar will sie ja raus. Komm. Ich habe eine Idee. Ich mache einfach den Vorhang
Vielleicht auf diese Seite. Nein, beruhig dich. Das ist nur der Vorhang. Was war das für ein Sprung, bitte? Hä? Jetzt steckt sie da hinter dem Schrank. Na bitte nicht unter den Schrank gehen. Mietze Katze, das geht nicht. Nein. Die Katze hat sich jetzt da unter diesen Schrank reingewurmelt. Da ist der Kopf. Pissi, alles gut. Hey. Atmet ein bisschen schwer. Pissi. Piss. Alles gut. Der Piss wird da niemals reinpassen, aber sie tut es scheinbar. Ich habe nur Angst, ich muss plötzlich die Tür zu machen. Wo ist denn da der Schlüssel? Diese Tür geht nämlich urleicht immer auf. So, ich habe jetzt sie kurz alleine gelassen. Habe das Fenster offen gelassen. Mal schauen, ob sie mir schon rausgekommen ist. Nein. Schatzina. Pichi. What are you doing? Warum fauchst du mich an? Ich habe dich gerettet. So, meine Lieben, jetzt gibt's das letzte Katzen-Update. Leider, es schaut so aus, dass die Katze nicht mehr unter diesen Schuhschrank, sie wollte nicht mehr unter, wie Deutsch, ich kann nicht mehr reden, auf jeden Fall, sie war ja unter diesen Schuhschrank der Kinder, hat sie sich da unten reingemummelt und wollte da nicht mehr raus. Dann habe ich sie halt dort gelassen, ich habe sie versucht nochmal zu füttern. Habe ihr mit einem Löffel so ein bisschen Essen hingetan und da hat sie mich auch wieder angefaucht und ein bisschen rausgekratzt. Hat mich aber eh nicht erwischt, aber trotzdem, sie wollte halt nicht, sie wollte in Ruhe gelassen werden und ja, ich habe mir gedacht, ich lasse sie dann in Ruhe. Bin aber dann am Nachmittag, als der Papa nach Hause gekommen ist, mit der Lara tanzen gegangen, also zu ihrem Tanzunterricht. Und der Papa hat gesagt, ach, ich guck mal nach der Katze. Und hat er den Schrank, glaube ich, oder so weggeschoben und dann... Ja, die Katze halt, hat er gesehen, dass die Katze halt sehr aufgeregt ist und dann hat er halt die Tür nochmal aufgemacht, damit die Katze, falls sie raus will, rauslaufen kann. Und ja, dann ist sie halt rausgelaufen. Ich hätte mich gefreut, wenn sie geblieben wäre. Wäre wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, auch mit dem Beef und mit der Sophie. Aber trotzdem, ja, ich bin froh, dass ich sie gerettet habe. Also, ihr ging es sehr schlecht und vielleicht wäre sie gestorben, wenn ich sie nicht eingesammelt hätte. Und ich bin froh, dass sie sich von mir ins Körbchen reinbringen hat lassen und dass sie lebt und dass es ihr gut geht. Und wenn sie sich am wohlsten draußen fühlt, frei, weiß nicht, wie nennt man das, Freigänger, Freiläufer, so eine wilde Katze, also so eine kleine Streunerkatze ist, dann und sich am wohlsten halt draußen fühlt, dann ist es schon recht so, wie es ist. Und ja. Und das war's jetzt mit dem Katzenvideo und ich wollte euch bis zum Schluss drauf lassen, deswegen habe ich jetzt mehrere Tage mitgebloggt. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt und vielleicht auch meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, danke meine Lieben, bis zum nächsten Video. Tschüss!